Klopf, klopf und hallo. Ja, heute packe ich endlich mal mein Geburtstagsgeschenk aus. Mein Geburtstag war vor unserem Umzug und demzufolge blieb das liegen. Das hat mir mein Mann zum Geburtstag geschenkt und ja, heute packe ich es mal aus und versuche es zusammenzubauen. Okay. Autsch. Ja. Das wird unsere Beschreibung sein. Man hätte jetzt auf diese Folie hier nochmal verzichten können. Einmal Folie reicht ja theoretisch. Das sind also die Platten. Das sieht nach viel Arbeit aus. Das sind so 5 mm Sperrholzplatten. Kann man das erkennen? Also ich stelle es nicht ab, aber es sind 5 mm. Zumindest macht das so den Eindruck. Und davon haben wir... Ach, guck mal. Ah, ein Stück Schleifpapier. 240. Und 2 Gummis. Ganz viele einzeln eingepackte Zahnstocher. Sowas gibt es auch schon ohne Plastikverpackung. Aber gut. Ich bin gespannt, für was die zu gebrauchen sind. Uiuiuiui. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Obwohl, das geht hier. Okay. Das sind 2, 4, 6, 8 Platten und ein dickes Buch an Beschreibung, wo alles Schritt für Schritt erklärt ist. Auch in Deutsch. Gott sei Dank. Ich dachte schon, gibt es nur, weil ich habe jetzt gerade eben nur das hier gesehen, dachte, oh, Hilfe. Aber nein, es ist auch in Deutsch. Ja, ich würde sagen, wir legen los.
So für euch ein paar Sekunden, für mich jetzt circa 5 Stunden, also 4 bis 5 Stunden. Und er ist fertig. So sieht das jetzt aus. Der ist sehr, sehr groß und quadratisch und hat ungefähr 18 cm. Es geht auch auf. Da drin ist ein Boden, da kann man noch was drauflegen. Das Schloss geht auch. Und hier oben könnte man jetzt theoretisch noch diesen Streifen hier rausnehmen. Dann könnte ich dort direkt Münzen einwerfen. Das lasse ich jetzt erstmal. Ja, Fazit. Es hat Spaß gemacht, aber es war auch sehr anstrengend. Mir tun sehr die Finger weh. Ich habe ein paar Teile übrig. Also zum einen, ich brauchte einen Hammer. Ich habe hier meinen Glaserhammer benutzt. Manche Teile ließen sich sehr, sehr schwer bis gar nicht zusammenstecken. Daher musste ein kleiner Hammer her. Dann war ein Werkzeug dabei, um, wenn man jetzt so Teile rausdrückt, zum Beispiel hier, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die kann man ja so rausdrücken, aber da waren auch Sachen bei, die hier zum Beispiel, die waren super klein und das mit den Fingern, das tat irgendwann weh und dafür gibt es halt dieses Werkzeug, um das rauszudrücken. Was habe ich noch übrig? Ich habe noch ganz viele Zahnstocher übrig. Das Schleifpapier ist noch übrig. Ein Ersatzgummi wurde mitgeliefert, weil hier drinnen in der Mechanik wurde ein Gummi mit eingearbeitet. Falls der mal reißt, hätte man noch einen zweiten. Dann gibt es noch Ersatzteile. Die habe ich hier oben. Hier. Das sind zum einen diese zwei kleinen Teile kommen hier oben ran, hier und da. Da hatte ich welche übrig, ein paar Verbinder und so ein paar Sicherungen und ein so ein Kreuz, was für diese Mechanik hier vonnöten ist. Das habe ich übrig, das ist Reserve. Was ich gerne als Reserve gehabt hätte, wäre aus der Nummer 24. Und zwar sind das die Scharniere. Da ist mir beim, ich zeige euch das mal. Das sind diese Teile hier. Dieses Runde ist dort. Die waren richtig schwer. Also das war so mit die schlimmsten Dinger da irgendwie einzufummeln, reinzudrücken. Fast unmöglich. Mir ist dann auf halber Strecke einer abgebrochen. Aber es geht trotzdem auf und zu. Ich konnte ihn auch nicht mehr leimen. Ich habe dieses Stück zwar hier noch aufgehoben. Da. Aber ich habe das nicht mehr reingefummelt bekommen. Und die nochmal rauszumachen, war mir zu gefährlich, als dass mir vielleicht noch mehr abbrechen. Und deswegen habe ich es jetzt so gelassen. Ist nicht schön, ärgert mich auch. Aber ja, davon hätte ich gerne Ersatz gehabt. Vielleicht mehrere, damit, wenn was abbricht, dass man die nochmal irgendwie rausdrücken kann und nochmal neu ansetzen. Aber die waren super, super schwer reinzumachen. Wie gesagt, ansonsten kein Leim, keine Schrauben, also nur lasergeschraubte. Also hier sieht man das ganz schön. Das ist nur oberflächlich, also da wurde nichts geschraubt. Das hält alles durch. Klemmen und miteinander verzahnen. Hier oben sieht man das ganz gut. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Es gibt auch Trick 17, falls mal die Tresortür nicht aufgeht, wie man daran kommt, ohne das Ding zu zerstören. Das werde ich mir gut aufheben. Ja. Und das ist an einem Tresor. Und das sind so die Teile, die jetzt Rest sind oder Müll sind. Das sind immer diese Teile, wo das rausgelasert war, wo dann auch immer drauf stand, welche Nummer das jetzt hier gerade ist, welches Teil. Also das war auch wunderbar in der Beschreibung beschrieben. Ich versuche euch mal die Seite zu zeigen, wo das mit diesem Scharnier war, wo man die Tür einhängen soll. Ja, hier. Also zum einen wird einem gezeigt,
welche Schritte notwendig ist und welche Teile man aus welchen Platten braucht. Da steht ja mal die Platte und welches Teil ist denn so dunkel hinterlegt. Und das war hier dieser schwierigste Part. Da sollte man diese kleinen, hoch, warte mal, so, diese kleinen Teile da einfummeln, bis alle 8 Stück drin sind. 2, 4, 6, 8, ja genau. Und dann sollte man das irgendwie, diese größere Platte, also diese hier, da drüber legen und dann die Teile so nach unten klappen und einrasten. Das tat echt weh an den Fingern. Und ich habe kleine Finger, ich komme da auch gut ran, aber nee. Da konnte man auch nicht mit einem Hammer ansetzen, weil, wie gesagt, diese Dinger sind super, super klein. Ja, war ein bisschen doof. Also dieser Schritt hier, dieses Einklinken, das war nicht schön. Aber ansonsten war die Anleitung super gut erklärt. Wie gesagt, man hat immer diese Bretter hier gehabt, wo denn die Nummern draufstehen. Hier ist zum Beispiel die 7 und dann steht immer an welchem Teil noch. Da muss man auch aufpassen. Einige Teile sehen gleich aus, sind aber nicht gleich. Naja, und dann gibt es hier diverse Reste, wo man sich dann die Teile hier rausbricht und das ist noch das. Ja. Jetzt kann ich da meine Schätze einpacken, reinpacken, verstecken. Mal gucken, was ich reinmache. Vielleicht nutze ich es wirklich als Spardose für ein paar Münzen oder ein kleines Geburtstagsgeschenk für meinen Mann, damit er das nicht gleich sieht oder so. Irgendwie so. Es wird auf jeden Fall einen schönen Platz bekommen, wo man den bewundern kann. Ja, das war's. Das wollte ich euch zeigen. Ich hätte euch gerne wie sagt man, Slow Motion? Nee, Slow Motion nicht. Also als kompletten Film mitgenommen, aber ja. Ging nicht. Ging einfach nicht. Es war platzmäßig nicht und arbeitstechnisch und ich wollte auch irgendwie meine Ruhe dabei haben und habe gedacht, vorne ein bisschen, dann ein paar Fortschrittsbilder und jetzt im Nachgang nochmal gezeigt, wie es fertig aussieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.